So, hallo. Heute wollte ich euch mal für den Suzuki Vitara und den Suzuki S-Cross das Allradsystem erklären. Hier in der Mitte, bei beiden Fahrzeugen, haben wir hier die Schaltkulisse für All-Grip, Four-Wheel-Drive, Allradsystem, wie man es nennen will. Starten tut man automatisch in Auto. Wird auch hier im Display oben angezeigt. Hier oben steht Auto. Moment. Hier Auto. All Grip Auto. Auto heißt ganz einfach, dass das Auto das automatisch regelt. Klingt komisch, ist aber so. Er fährt überwiegend im Frontantrieb und wenn er den Allrad bzw. die Hinterachse hinzuschalten soll, macht er das automatisch. Wie wird das alles geregelt? Das meiste wird über die Raddrehzahlsensoren geregelt. Das heißt, an jedem Rad ist ein Raddrehzahlsensor, der die Geschwindigkeit erkennt. Und wenn da Schlupf bzw. Differenz entsteht, schaltet er dann die Hinterachse, also den Allrad, hinzu. So starten wir immer bei dem Fahrzeug und das ist das Sicherste. Im Umkehrschluss heißt es, wir fahren nur mit Allrad, wenn man dann auch wirklich braucht. Das nächste, was gibt es nur die Modi Snow, Sport und Lock. Wenn man jetzt hier, ich schalte mal hier auf Sport, dann sieht man das hier auch im Display. Sportmodus. Da werden die Kennfelder bzw. das Motormanagement und das Allradmanagement und auch das ESP-Management so, die Kennfelder werden so verändert, dass das in sportlichem Modus ist. Was heißt das? Also man hat mehr Leistung, dadurch allerdings auch etwas mehr Spritverbrauch. Dann das ESP und das Allradsystem werden weiter zurückgestellt, dass man mehr im Frontantrieb ist, dass man halt einfach sportlicher unterwegs ist. Das nächste ist jetzt hier dieser Snow-Modus und wenn ich das wieder umschalte, dann zeigt er mir das wieder auf mein Display. Moment, ich stelle das jetzt nochmal auf Auto und jetzt auf Snow. Snow-Modus bedeutet, das kann man nehmen, sobald es irgendwie, ja, bei Glatteis, bei Schnee, bei sehr starken Regen, bei sehr starken Witterungsbedingungen wie Wind oder so. Was macht er bei Snow? Sobald ich lenke oder beschleunige, also wenn ich anfahre oder lenke, ist er automatisch in Allradmodus. Das heißt, sobald ich lenke oder beschleunige, brauche ich nichts tun, tut er automatisch in Allrad starten, beziehungsweise ist automatisch in Allrad-Modus und man fährt dann praktisch sicherer bei Schnee oder Eis oder Aquaplaning oder so, fährt man halt einfach dann sicherer. Das nächste, was gibt, ist dieses Lock. Und wenn man dann hier wieder drauf drückt, zeigt er auch dieses Lock an. Das ist der Permanent Allrad. Der geht aber, soweit ich weiß, bloß bis 80 km/h. Dann schaltet er wieder um auf Auto, weil das ist der klassische permanente Allrad. Der ja, ist eigentlich bloß nötig bis 80 km/h, weil wenn man schneller fährt, braucht man eigentlich kein permanent Allrad. Das ist jetzt, wenn man im Gelände ist oder auf einer nassen Wiese oder so gleich anfahren muss, dass man halt gleich sofort in Allradmodus ist und ständig die Kraftübertragung hat, damit man sicher durchs Gelände fahren kann. Man kann sich auch nicht verschalten. Ich wenn jetzt hier zum Beispiel auf Auto stelle und drücke jetzt hier gleich auf Lock, dann zeigt er hier, Moment, sie kommt gleich, Lock nicht möglich, erst Snow wählen. Also das System ist auch sicher, ich kann hier nichts falsch machen. Ich kann auch nichts verstellen oder dass irgendwas defekt wird. Das System tut sich selber überwachen und ist jetzt vom Allrad-System her sehr gut. Also das ist nicht so wie ein klassischer Permanent-Allrad, ich schalte ihn ein oder nicht, sondern das ist ein sehr intelligentes System, auch spritsparend und was sich im Laufe der Jahre sich zeigt hat, auch sehr bewährt, ist auch meiner Meinung nach,
Ich wüsste jetzt keine Anfälligkeit oder so und dadurch auch sehr sicher. Da braucht man keine Angst haben, dass man irgendwas falsch macht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren Suzuki.